Hallo, ich heiße Stavros Diamandakis und ich möchte Sie einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute machen wir einen Spaziergang nach München zu einer alten, bekannten Firma, Agfa. Und es geht um die Agfa Karat 3,5, Baujahr 1937-1938. Aber zuerst müssen wir mal ein bisschen zurückblenden. Mit der Erfindung der Leica hat auch der 35 mm Kinofilm eine ganz andere Bedeutung bekommen. 1925, im Bekanntgabe der Leica-Fotografie, hat auch diese Hobbyfotografie eine ganz andere Stellenwert bekommen, weil mit diesen Filmen war einfach das Fotografieren leichter. Zu diesem Zeitpunkt gab keine genormten Kassetten. Man kaufte das Filmmaterial in Meterware, so wie es hier, waren mehrere Meter, da waren 3,6 Meter Filmmaterial und hier 1,6, entspricht etwa der 36er Film. Das war Meterware und dann der Fotograf müsste in Stille Kämmerlein der Film in passenden Kassetten nachfüllen. Diese ganze Geschichte änderte sich spontan und radikal etwa 1935, als die Firma Kodak Filmpatronen des Typs 135 einführte. In Europa wurde aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg diese Patronen konnten Fuß fassen. Aber zurück zu Agfa, zu der Agfa Karat. Die Agfa stellte 1937 die erste Kleinbildkamera. Es handelt sich um eine Sucherkamera mit dem Namen Karat. Sie verwendete Spezialfilmpatronen und die waren die sogenannten und bekannten Karat-Filmpatronen. Die Kamerakonstrukteure bzw. die Firma Agfa nannte diese Kamera Karat deshalb, weil alle Edelstücke, Schmuckstücke, Edelsteine und so weiter wurden eben mit Karat gemessen und mit dem Namen Karat wollten diese Kamera einen teuren, einen wertvollen Nimbus verleihen. Diese Karat-Patronen, die schauen so aus. Die waren einfach in der Kamera zu legen. Auf die eine Seite wurde der Film, die volle Patronen, der Film wurde weiter transportiert und mit diesen zwei Scharniere-Andruckplatten konnte der Film sicher von der einen Seite auf die andere Seite, das heißt von die volle Kassette in die leere Kassette transportiert. Der volle Film wurde herausgenommen und zur Entwicklung gegeben und dann wieder das Gleiche. Später wurden dann die Rapidkassetten bzw. die Kleinbildkassetten eingeführt. Natürlich hat die Agfa als Filmhersteller großes Interesse, die eigene Filme zu produzieren und das gelang natürlich tadellos mit dieser Karat-Patrone. Es war sogar so weit, dass früher die Leute zum Fotografen oder bei Fotografen Fotogeschäft verlangten einen Leica-Film oder einen Karat-Film. In Wirklichkeit war nichts anderes als wie das 35 mm Kinofilm. Die Kamera ist eine Springkonstruktion und man kann dann losziehen mit einem kleinen handlichen Fotoapparat. Diese Kamera gab in viele Variationen. Die Karat-Kameras sind neben dem Namen Agfa Karat mit der Zahl 3,5 oder 4,5. Es ist nichts anderes als wie die Lichtstärke des Objektivs.
Sie haben alle einen Komfortverschluss bis zu 1/300 Sekunde. Und von dieser Ausführung, das ist die erste Ausführung, wurden 30.000 Stück produziert. Die nächste Ausführung mit diesen Aufhängeösen waren 33 Stück produziert und die Kamera hatte einen relativ günstigen Preis mit 49 Reichsmark. In der späteren Zeit, wie ich schon sagte, wurden die Patronen, die gleichen Patronen, mit einem Metallstück in Form von einer T konstruiert und da war nichts anderes als wie eine automatische Filmempfindlichkeitseinstellung. Diese Kamera hier, neben der Seriennummer, hat ein großes T. Diese T ist die Bezeichnung für Tropenausführung. Nur hier stellt sich die Frage, ist diese Kamera für die deutschen Kolonien produziert oder nicht? Nachgewiesen kann das nicht und eine seriöse Aussage kann ich nicht tätigen, aber möglicherweise ist eine Tropenausführung. Wie wertvoll diese Kamera ist, erschien oft einmal auch für die Zöllner. Der Besitzer von dieser Kamera war ein viel bereister Mensch und damit gewisse Schwierigkeiten einmal auf die Grenzen ausweicht, hat immer dieses Dokument bei sich geführt. Das ist eine Bestätigung, dass diese Agfa Karat mit dieser Nummer, mit diesem Objektiv sein Eigentum ist und diese Kamera überall mitführen darf. Für uns heute ein bisschen lächerlich, für eine Kamera, die nur 49 Reichsmark kostete, aber das war ihm wert. Wie ich schon sagte, so seien früher die Patronen für diese Meta-Filme und hier ist der Film mit einem Ablauf von Juli 1939. Das war eine kleine Geschichte über die Firma Agfa Karat. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.